Schönen guten Morgen zusammen bei den Lernsnack. Schön, dass ihr reinschaut. Heute geht es um das Thema Sinus, Cosinus und Tangens und zwar auf dem Niveau der ZP10 in Mathe. Ich gebe euch eine kurze Erklärung, was das alles ist und wozu man das braucht. Und habe auch noch ein paar Beispielaufgaben im Paket und wir legen los. Viel Spaß! Also Sinus, Cosinus und Tangens. Das sind eigentlich nur Wörter für verschiedene Lagebeziehungen in einem rechtwinkligen Dreieck. Wir gucken uns das rechtwinklige Dreieck mal an. Da gibt es nämlich die tollen Wörter Ankathete und Gegenkathete und es gibt das tolle Wort Hypotenuse. Und wenn das nicht alles schon schlimm genug wäre, gibt es dann ja wie gesagt noch die Wörter Sinus, Cosinus und Tangens. Und dann haben wir noch Winkel Alpha, Beta und Gamma. Das ist in dem Fall der 90-Grad-Winkel. Und dann haben wir die Lagebeziehungen. Also die beiden Seiten, die beiden Katheten, die am rechten Winkel sind, die nennt man Ankathete und Gegenkathete. Je nachdem, ob man das von Alpha oder von Beta aus betrachtet, vertauschen die sich halt eben. Also die Gegenkathete ist die Kathete, die gegenüber von dem Winkel Alpha ist. Und die Ankathete ist die Kathete, die da dran liegt. Dann gibt es noch die Hypotenuse, das ist die längste Seite im rechtwinkligen Dreieck und die liegt dem rechten Winkel gegenüber. Und dann hat irgendein schlauer Mensch irgendwann mal herausgefunden, dass man das Längenverhältnis von A und C als Sinus Alpha berechnen kann, das Längenverhältnis von B und C von der Ankathete geteilt durch die Hypotenuse als Cosinus Alpha und Tangens Alpha als das Verhältnis der beiden Katheten zueinander. Zum Glück habt ihr ja den Taschenrechner. Das heißt, ihr müsst im Prinzip einfach eure Formelsammlung nehmen, müsst gucken, welche Seite ist jetzt was gerade in dem Moment und müsst es dann eingeben in den Taschenrechner. Wir gehen zu den Beispielaufgaben. Das ist eine Aufgabe aus einer ZP10. Da ging es darum, dass deine Eisenbahn auf einer Schiene fährt und ab einer gewissen Neigung passiert irgendwas. Ich weiß nicht mehr genau was. Auf jeden Fall habt ihr hier einen Abstand von 1435 mm. Das war, glaube ich, dann die Schienenbreite. Dann habt ihr ein U und ihr habt einen Winkel gegeben. Und ein Kind sagt halt eben, bei einem Winkel von 7,1 Grad wäre U gleich 17,7 cm. Und das wollen wir jetzt mal überprüfen. So, dann schauen wir uns mal an, was wir haben. Wir haben die Hypotenuse hier und wir wollen gerne die Ankathete rausbekommen und wir haben den Winkel Alpha gegeben. Das heißt also, ich gucke mir an, ich habe einen Winkel, ich habe die Hypotenuse und ich möchte die Gegenkathete. Das ist also die Sinusformel. Also gehe ich jetzt hin und schreibe also Sinus 7,1 Grad ist gleich A, die suchen wir ja, geteilt durch 1435 mm. Jetzt stelle ich die Formel um. Das heißt, ich rechne mal 1435 mm und dann kommt daraus Sinus 7,1 Grad. Mal 1435 mm ist gleich A. Jetzt hole ich meinen Taschenrechner raus. Ich sage 7,1 Sinus mal 1435 ist gleich 177,36. So, das sind gleich 177 mm. Ich runde jetzt einfach nicht nach Kommastellen, weil ich ja gleich in Zentimeter umwandeln möchte, ist gleich A. Und das heißt also ungefähr natürlich, und das bedeutet, dass 17,7 Zentimeter gleich A sind. Die Striche noch drunter nicht vergessen.
Und damit habe ich meine Aufgabe schon gelöst. Und das Kind in der Aufgabe hatte natürlich recht. Ich habe noch eine zweite Aufgabe für euch. Ich habe jetzt gegeben A gleich 5 cm und C gleich 10 cm. So, und jetzt möchte ich herausbekommen, wie groß ist mein Winkel. Wenn ich A und C gegeben habe, dann ist ja Sinus Alpha das gleiche Verhältnis. Das heißt, Sinus Alpha ist gleich A geteilt durch C. Das heißt also, Sinus Alpha ist gleich 5 cm geteilt durch 10 cm. Und das ist gleich 1/2. Wenn man das wegkürzt, könnt ihr es natürlich auch in den Taschenrechner eingeben. Und jetzt müsst ihr im Prinzip Sinus hoch minus 1 rechnen. Das heißt, ihr habt jetzt den Wert für Sinus und ihr wollt ja gerne wissen, wie viel ist der Alpha Sinus hoch minus 1. So, und das heißt dann, Alpha ist gleich Sinus hoch minus 1 von 1/2. Und das gebe ich jetzt in meinen Taschenrechner ein. 0,5 Sinus hoch minus 1 ist gleich 30 Grad. Und damit bin ich fertig. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen mit Sinus, Cosinus und Tangens. Hier machen wir noch einen Kasten drum, weil das ist wichtig. Also mein Tipp nochmal, schau dir an, was ist Gegenkathete, was ist Ankathete, was ist Hypotenuse. Und entweder hast du den Winkel gegeben, dann rechnest du mit Sinus, Cosinus oder Tangens, oder du willst den Winkel herausbekommen, dann rechnest du mit Sinus hoch minus 1, Cosinus hoch minus 1 oder Tangens hoch minus 1. Es ist nicht schwer, man muss die richtigen Werte in die Formel in den Taschenrechner eingeben. Wenn dir das Video ein bisschen gefallen hat, ein bisschen was geholfen hat, dann gib mir einen Daumen hoch, hinterlass mir ein Abo, falls du es noch nicht getan hast, schreib mir einen Kommentar. Auf jeden Fall. Und bleib gesund. Wir sehen uns beim nächsten Lernsnack. Auf Wiedersehen.